Hallo Leute, heute ist mein Galaxy S7 gekommen und ihr seid beim Auspacken, beim Unboxing dabei. Ich hatte mir gerade das S6 geholt, aber auf was ich scharf war die Datenbrille, die Virtual Reality Brille. Und um die wird unter anderem auch mein Video gehen. So, jetzt schauen wir mal, was 1&1 uns hier alles geschickt hat. Schauen wir da jetzt mal. Bla. Hier die virtuelle Realität. Das ist die Brille, in die das Smartphone eingespannt wird, ja. Die dann letztendlich diese virtuelle Realität erzeugt. Okay. Also ich habe ein Video gesehen, wie die da auf der Achterbahn gefahren sind. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich mir gesagt habe, das möchte ich auch haben. Okay, das ist das Teil. Und wir werden die Erfahrung zusammen machen, was das Ganze bringt. Hier scheint zum Festschnallen zu sein. Noch ein gut. User Manual. Gehen wir noch drauf ein. So schaut es mal vorläufig aus. Ich tue es wieder zurück. Und wende mich dem eigentlichen Smartphone zu. Leicht ist es nicht gerade. Für ein Smartphone. Aber ich würde sagen, da hat halt auch das Netzteil einen Anteil. Und jetzt wird es spannend. Galaxy S7 Edge Unboxing. Da ist es. Schutzfolien drauf, ist klar. Liegt schon sehr wertig in der Hand. Hier im Vergleich dazu das S6. Was halt auffällt, ist wirklich die Kante hier, wie das um die Ecke geht. Okay. Was ist sonst noch dabei? Ladegerät, Ohrstöpsel und ein Übersetzungskabel von Minisub auf USB. Und hier, das dürfte der Schlüssel für die SIM-Karte sein. So, hier bin ich wieder. Ist immer noch die Frage nach dem WLAN. J.
Ich glaub's nicht. Wir sind im Ende. Jetzt zeige ich euch das mal. 6. Der Schirm ist noch mal größer. Ich halte es mal daneben. Breiter. Ringfügig breitern. Einen halben Zentimeter. Und auch ungefähr einen halben Zentimeter höher. Und dann ist 6. So. Hallo Leute, weiter geht's mit dem Samsung Virtual Reality Gear. Auf vorher Brille. Und zwar. Eigener User-Manual. Beziehungsweise gibt es auch in Deutsch. Benutzerhandbuch. So. Zunächst einmal. Die Befestigungsgurte angebracht. Einmal und das soll wohl der oben rum sein. Hier. Und hier nochmal Schutz für vorne. Wo war jetzt oben, wo war unten? Na gut, das ist nicht zu verkennen. Das rastet hier auch wieder ein. Supi. Hier ist oben Drehknopf. Der untere. Laut Handbuch wird es innen durchgeschleift, geschlauft und außen umgeschlagen. Also machen wir das genau so wie im Handbuch vorgesehen. Snap und hoch. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich. Gut. So, der Haken wird jetzt vorne eingehakt, so wie es aussieht. Ich probiere das mal. Nee, ich zeige es euch mal. Jetzt da reinzukriegen. Aber jetzt hat es geklappt. Jetzt da unten gehakt. Ja. Next one, please. Jo. Und schon kann man auch Achterbahnen damit fahren. Jetzt werden wir mal Kopf liegen. Okay, darüber. Das ist erledigt. Das auch. Die Abdeckkappe ist schon runter. Und jetzt sagt er, drücken Sie leicht gegen die Gerätehalterung links. Dabei meint er immer die von vorne gesehen linke Seite. Die hier und schieben Sie die in Position A oder B, nachdem wie
groß das zu verwendende Mobilgerät ist. Mhm. Ist das? Das ist schwenkbar. Ihr seht es hoffentlich. Ja, da ist auch der Mini-Sub-Anschluss drin. Und hier geht auch was so. Verbinden Sie die Multifunktionsbox des Mobilgerätes mit dem Anschluss. Wenn das Mobilgerät richtig angeschlossen wurde, wird ein Ton ausgegeben. Okay, here we go. Erst nochmal starten. Verbindung hat es mit WLAN. Wunderbar. Oh, und hier kommt auch schon Samsung Gear. Eine neue Version ist verfügbar. Okay, scheint dann irgendwie schon gemerkt zu haben, dass eine neue vom Samsung Gear ist. Okay, aktualisieren, das machen wir jetzt mal. Das war's wohl schon. Okay, here we go. So, und jetzt werden wir mal, ich denke mal, das muss so rum, das Baby hier anschließen. Ich versuche das mal so, dass ihr das auch seht, was da passiert. Okay. Uah. Der Ton war da. Nach links, bis das Mobilgerät mit einem Klicken einrastet. Das haben wir auch gemacht. Ich setze es einfach mal auf. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Here we go. Willkommen bei Ihrer Samsung GAVR. Entfernen Sie das Mobilgerät und installieren Sie darauf die benötigten Anwendungen, um mit der Einrichtung zu beginnen. Okay. Er sagt mir jetzt, ich soll das Gerät wieder entfernen, um mit der Installation zu beginnen. Okay, here we go. Das heißt, hier wieder zurück. Ein bisschen Angst habe ich da ja schon noch, aber es geht. Es schwenkt dann auch schön raus. Ich zeige euch das mal. Ja, ich zeige euch das mal hier. Das schwenkt dann schön hier um dieses Gelenk herum raus. Und ja, man kann dann nicht allzu viel kaputt machen, hoffe ich mal. Snap, ihr habt es gesehen. Okay, here we go. Weiter geht's. Okay, here we go. Weiter, ich sag mal weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Geh. Okay. Das sagt also erfolgreich. Und gehe zurück zur Oculus-Einrichtung. Jo. Machen wir das mal. Zurück zur Oculus-Einrichtung. Okay. Das sieht ja schon mal klasse aus. Genieße diese Titel gratis. Okay. Das ist. Erscheint die Oculus Store-Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm des Mobilgerätes. Ein Annäherungssensor in der Gear VR erkennt die Position Ihres Gesichtes. Wenn Sie die Gear VR tragen, wird der Bildschirm entsperrt
und Sie können das Touchpad verwenden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die 3D-Qualität variiert möglicherweise nach Ihrer Sehschärfe. Okay, here we go. Jetzt bin ich aber wirklich mal neugierig. Okay, dasselbe nochmal. Ich schnapp mir also dieses Ding. Und hier würde ich schon sehr vorsichtig sein. Hallo Leute, so, jetzt lasst euch mal mitnehmen von mir in die virtuelle Welt der Gear VR. VR steht für virtuelle Realität. Waren ein paar kleine Umwege nötig, um euch das zeigen zu können. Ich mache euch das jetzt mal vor. Ich habe dazu ein Programm gebraucht, das nennt sich Mirror OP. Da mache ich vielleicht noch ein eigenes Video drüber, aber auf jeden Fall werde ich mal welche in der Beschreibungszeile verlinken. Ja, das ist eine tolle Sache. Das Mirror OP. Hier wirkt euer Galaxy S7, hoffe ich mal, Edge als ja, Software wurde aktualisiert. Wirkt ihr als Sender. Look at that. Lädt es jetzt gerade. Okay. So, erkennt den PC schon. Das ist ein bisschen Installationsarbeit notwendig gewesen. Ja. Haben wir gestern schon gemacht. Achtung, zack. Ja, erinnert mich, dass ich das Produkt noch registrieren muss. Das mache ich nachher auch noch. Ja. Und go. Ja, ich habe doch später gesagt. Okay, here we go. Und jetzt, ihr schaut hier auch auf den Bildschirm. Ab dem Moment, wo ich hier Start drücke, habe ich den Inhalt meines Bildschirmes auf dem PC. Also nein, ich will auf den Home-Bildschirm. Go. Und jetzt seht ihr, alles, was ich jetzt hier mache, wird auf dem Bildschirm gemirrored. Na, so, ich zeige es jetzt mal. Warum mache ich das Ganze? Um euch den Bildinhalt der virtuellen Realität mal ein bisschen nahe zu bringen. Los geht's! Gehabt, einklinken in die USB-Buchse. Ja, ich zeige es dir nochmal. Vorsichtig. Zack. Einmal. Jetzt hat er den erkannt. Zack. Zweimal. Here we go. Jetzt ist natürlich hier der Bildschirm noch schwarz. Warum? Weil der Annäherungsschalter noch nicht aktiv ist in der Brille. Ja. Gibt mir aber noch die Gelegenheit mit Nvidia. Also ein paar Umwege nötig. Ihr seht hier grüne Leuchte.
Das geht ab der Nvidia 700er Serie, geht es mit schnell. Okay, here we go. Ich schau mal kurz, ob ihr mich auch seht. Jawohl, sehr gut. Okay, jetzt kommt die Warnmeldung. Aber jetzt schalten wir das vorbei. Wir sind jetzt drin in der Welt, in der Wunderwelt. Und ich versuche das jetzt mal so, dass ihr den Bildschirm noch seht, ja. Und auch noch mich und meine Bewegung. Hier wieder. So, was schauen wir uns an? Fangen wir mal an mit 3D-Fotos. Go! Toll. The White House. Schauen wir uns an. Ihr seht, seht ihr, was ich sehe? Berge. Da sitzt ein Mensch. Also ich habe die 360 Grad Rundumsicht. Ich sehe da unten sogar das Stativ von der 360 Grad 3D-Kamera. Ein Wahnsinns. Ach, deswegen White House, da ist es. Das Podest vom Präsidenten. Go, zurück. Was wollen wir uns noch ansehen? The Ocean Agency. Mal sehen. Okay. Sehen wir das auch alle. Möchte ich dem jetzt nicht begegnen hier. Okay, jetzt schneidet auch noch mit, wunderbar. Genau, sieht man aus. Mit Bilder haben wir es genug geschaut. Zack, nochmal zurück. Nochmal zurück. Oculus Home. Hier gibt es die Videos. Das ist erstmal ein Update. Okay, und eben hat er das Senden gestoppt. So, schauen wir uns ein bisschen was an. Wie gesagt, nochmal hier, was selbst vorhin aufgezeichnet hat. Beim Springen und zurück. Etwas länger drauf bleiben. Dann kommt man wieder in den Home-Modus. Nochmal Videos. Und nochmal die Red Air raus. Ich weiß nicht, ob es vorhin aufgezeichnet hat, deswegen. Also, ich fliege jetzt hier
in den Red Arrows, im inneren Cockpit. So schaue ich nach vorne. Vor mir ist einer. Information. Ah, jetzt kommt auch der Sound. So, gerade eben wurde die Übertragung wieder gestoppt. Macht nichts, ihr habt mal einen Eindruck bekommen, ja. Tolle Sache. Ihr wisst jetzt mal ansatzweise, was geht mit der VR-Technologie, wer es noch nicht.